In diesem Video möchte ich euch nur schnell auf die neue Pack-Umfrage aufmerksam machen, sowie euch allen eine fröhliche Weihnachtszeit wünschen. Ich hoffe, ihr feiert heute den Heiligabend und die Weihnachtszeit mit euren Familien oder anderen Menschen, die ihr gerne habt. Außerdem habe ich noch mal ein größeres Gewinnspiel für euch vorbereitet. Seit gestern Abend können wir für ein mögliches Stilthema des von der Community bestimmten Accessoire-Packs abstimmen. Jetzt wurden auch die verschiedenen Stile der Klamotten der Sims geteilt, von denen mir persönlich am besten die des Cozy Crafts Workshops gefällt. Alle Objekte sind hier relativ ähnlich, aber die eher klassischen und einigermaßen gut aussehenden Klamotten dieses Stils gefallen mir noch am besten, obwohl ich bei den Baumodus-Objekten eher die des Granny Chick Stils bevorzuge. Den Link zur Umfrage findet ihr wie immer in der Beschreibung, klickt jeweils auf die einzelnen Bilder und entscheidet euch für einen Stil. Ebenfalls findet auf Origin wieder ein neuer weihnachtlicher Sale statt, bei dem alle Erweiterungen auf 20 € sowie Gameplay-Packs auf 15 € reduziert sind. Der Sale läuft noch bis zum 3. Januar 2020 um 19 Uhr. Wenn ihr mich aber unterstützen wollt, könnt ihr das auch gerne über den Link in der Beschreibung tun und auch die Sims-Erweiterungspacks für nochmal 5 € weniger bei Instant Gaming abstauben. Jetzt habe ich noch ein kleines Gewinnspiel für euch. Ihr könnt ein Pack nach Wahl gewinnen, also ein Gameplay, Accessoire oder Erweiterungspack. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist den Kanal abonniert zu haben und in die Kommentare zu schreiben, wie ihr Weihnachten verbringt und welches Pack ihr euch wünscht. Schreibt aber bitte keine Instagram-Namen oder ähnliches dazu, das wird dann nochmal extra abgeklärt. Ihr habt bis zum 30. Dezember um 20 Uhr Zeit, dann werde ich den Gewinner per Antwort kontaktieren, welcher sich darauf dann innerhalb von 42 Stunden zurückmelden muss. Für welches Pack-Thema werdet ihr stimmen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.